Hallo liebe Eisenbahnfreundinnen, liebe Eisenbahnfreunde, herzlich willkommen zu Ortloffs frei nun vom 15. Oktober 2021. Als erstes blicke ich kurz zurück auf das vergangene Wochenende. Da fanden die Münchner Wissenschaftstage statt. Wir, Revolutz und Hegerli, waren auch mit dabei und wir haben es dampfen lassen und auch ganz ruhig angehen lassen. Ganz unterschiedliche Arten von Antrieben haben wir präsentiert. Hier beispielsweise eine Art Standseilbahn, der Lilliput Express. Und Revolutz hat es sich nicht nehmen lassen, eine Dampflok in Bewegung zu setzen im Maßstab H0. Es hat ein paar Minuten gedauert, aber dann zog sie ihre Kreise. Die Münchner Wissenschaftstage waren eine richtig tolle Veranstaltung. Dieser Beitrag wird heute oder morgen online gestellt. Und jetzt blicke ich nochmal ein bisschen voraus in die Zukunft, in den Dezember. Dort findet eine IGE Eisenbahnromantik Sonderfahrt nach Ostbayern statt. Und da ist meine Wenigkeit mit dabei. Und Sie können auch dabei sein, wenn es heißt Spielen und Fahren mit Hagen. Wir spielen auf 9 mm breiten Gleisen. Das entspricht Feldbahn- bzw. Schmalspurbahngröße für die Fahrzeuge in H0. Spielen, das heißt, jeder Reiseteilnehmer kann Gleise zusammenstecken und den Zug steuern. Zum ersten Mal ist auch ein Kurbelantrieb im Einsatz. Muskelkraft ersetzt Elektrizität. Jeder und jede Mitreisende bekommt von der IGE Erlebnisreisen einen Wagen geschenkt. Darauf stehen Reisetermin und sein Vorname. Die nächste Reise, an der mit Hagen gespielt wird, findet zwischen dem 4. und dem 9. Dezember in Ostbayern statt. Alles dreht sich um Eisenbahnen, Weihnachtsmärkte und um das Spielen. Der Anmeldeschluss ist schon innerhalb der nächsten 10 Tage, also schnell entscheiden. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Und gestern hat mir Jörg Röder ein kleines Filmchen geschickt und das muss ich euch unbedingt zeigen. Er schreibt, ich hoffe, das kleine Video mit der Mini-Trains Heeresfeldbahn-Lok gefällt. Ja, lieber Jörg, tut es. Die Wagen sind von Tillich, typische Fahrzeuge der Spreewaldbahn. Die Brücke wollte Jörg Röter nur als Fotomotiv benutzen, doch dann wurde eine typisch sächsische Anlage daraus. So kann's gehen. Aber ich sag mal so, es gibt Schlimmeres. Vielen Dank und wer mir noch Filmchen zuschicken will, einfach nur zu. Wenn sie schön sind, zeige ich sie gerne. Ich will noch ganz kurz auf die Münchner Wissenschaftstage zurückkommen. Da hat mich nämlich Michi Meier, der Eisenbahnfreund aus der Schweiz, besucht und er hat mir eine kleine Lok überreicht. Das ist Michael Meier, der Eisenbahnfan aus der Schweiz. Er war mit Frau und Töchterlein auf den Wissenschaftstagen in München und hat mir diese Weser-Lok überreicht. Dazu noch je einen Wagen für Revolutz und Hegerli, gefüllt bis zum Rand mit Süßigkeiten, die allerdings schon längst vertilgt sind. Vielen Dank für den Zug, die Wagen und die Süßigkeiten, sagen Revolutz und Hegerli. Und die beiden haben auch wieder eine neue Episode gedreht. Hallo ihr Lieben, hier sind wieder Revolutz und Hegerli. Und heute spielen wir mit einer Industriebahn. Genau, Industrial Transport steht da drauf. Englisch. Boah. Aus den 60er Jahren. Mhm. Also knapp jünger als wir. Aber flotter und wahrscheinlich auch beweglicher. Ein wunderbares Spielzeug, das im Vorfeld nicht ein einziges Mal eine Runde geschafft hat. Und dann kam die Filmaufnahme und alles lief. Wann diese Episode online gestellt wird, weiß ich noch nicht. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen viele Dinge gedreht, die ich noch in einen Film umwandeln muss. Aber irgendwie läuft mir gerade die Zeit ein wenig davon. Ich muss einfach um ein wenig
Geduld bitten. Und einer, der mir auch immer wieder ein Filmchen schickt, ist Holger Meinl. Und er hat das wunderschöne Wetter ausgenutzt und hat im Garten noch einmal mit seiner Blecheisenbahn gespielt. Holger Meinl schreibt, ein Bing Vierachserzug mit meiner Standard-Bublok als Zugmaschine. Der Tender ist auch von Bing. Und ich kann dazu nur sagen, die Begeisterung für den antiken Blechschatz ist absolut nachvollziehbar. Hoffen wir, dass der Wettergott noch ein bisschen mitmacht und dem lieben Holger noch viele Sonnentage beschert. Eine ganz passionierte Eisenbahnsammlerin ist Claudia Nagel. Sie wohnt im Norden Deutschlands und sie hat ein Buch herausgebracht über Jepp und die Spur S. Und davon möchte ich euch jetzt erzählen. Das ist das Werk. Claudia Nagel ist die Autorin und der Herausgeber ist Fred van der Lubbe. Die Firma Jepp hat nur zwischen 1952 und 1960 Modelle in der Spur S hergestellt. Und trotzdem ist es erstaunlich, was es alles für Produkte gab. Und noch erstaunlicher, dass Claudia Nagel, glaube ich, alle in ihrer Sammlung hat. Großartig, schönes Buch, lesenswert. Ja, liebe Freunde, wir sind schon wieder am Ende. Das war Ortlaufs frei nun vom 15. Oktober 2021. Der Oktober scheint ja gerade ein wenig golden zu werden, also genießt die Zeit. Und wenn es mal wieder schlechter wird mit dem Wetter, dann haben wir ja noch unser wunderschönes Hobby Eisenbahn bzw. Modelleisenbahn. Das war's von dieser Stelle aus. Macht's gut, bis denn und tschüss.